Hey Freunde, herzlich willkommen auf Gran Canaria. Ich bin Simon, euer Muskelmacher. Ich mache eine Woche mal so ein bisschen Entspannungsurlaub. Da hinten ist ein Golfplatz. Das Ganze möchte ich einfach mal ausprobieren. Ich glaube zwar nicht, dass es meine Sportart ist, aber wer es nicht ausprobiert hat, der kann es auch nicht wirklich behaupten. Da hinten sind so ein paar Berge. Da werden wir auf jeden Fall heute mit richtig coolen Mountainbikes eine schöne Tour starten, um einfach auch den sportlichen Gedanken im Urlaub zu leben. Glaub mir, ich esse hier zwei Mahlzeiten, einmal ein Frühstück und einmal ein Abendessen. Und das ist hier so unfassbar geil, so unglaublich vielfältig. Dass ich natürlich auch Sachen probiere, die ich normalerweise in Deutschland nicht esse, aber dafür bin ich im Urlaub und das genieße ich hier einfach und ich trinke hier auch jeden Abend mein San Miguel Bier und da bin ich auch ganz ehrlich, da erzähle ich euch auch nicht, dass es nicht so wäre. Hier ist eine 1 Liter Flasche San Miguel, die habe ich gestern Abend mit Sarah getrunken. Ganz ehrlich, Mann, das Zeug ist einfach nach einer richtig geilen Fahrradtour eine richtig gute Wohltat. Einfach super entspannt nach dem Fahrradfahren einfach mal ein Bier zu trinken und wer eben aktiv ist und kleine Mengen Alkohol, die haben eben noch eine ganz andere Wirkung als eine große Menge Alkohol. Die Dosis macht das Gift. Da bin ich auch ganz ehrlich zu euch, da bin ich niemand, der völlig abstinent lebt, sondern sowas auch durchaus mal genießen kann, wenn man dann auch wirklich beim halben Liter Bier bleibt und es nicht jeden Tag macht, da wird man auch von keine negativen Folgen spüren. So, ihr seht, die Sonne geht richtig schön auf, das ist die Insel des ewigen Frühlings, das heißt, wir haben hier 26 Grad, optimales Wetter, um eine Fahrradtour zu machen. Jetzt geht's erstmal ins Gym, das haben wir gestern schon abgeklopft und ich glaube, da nehmen wir euch mal mit, weil die Aussicht aus diesem Gym, die ist einfach nur fantastisch. Wer da aus dem Fitnessstudio rauskommt, der fühlt sich schon beim Rauskommen wieder top motiviert. Das heißt, wer reingeht, sollte schon die Motivation haben und die bringe ich gerade mit. Hui, was machst du denn hier? Wenn Sarah duscht, dann kann man hier durchschauen und ich liege immer am Bett und gucke mir dann an, wenn Sarah sich hier den Rain Shower gibt. Rah! Top motiviert ist schon mal die beste Ausgangsposition fürs Pumpen. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier im kleinen Hotel-Gym. Zu eurer Überraschung, hab's ja schon angekündigt, die Aussicht, noch nicht umdrehen, noch nicht umdrehen. Erstmal kurz mitkommen, wir machen erstmal die Roomtour. Ja, relativ modern, aber natürlich jetzt nicht auf die Pumpe ausgerichtet, sind Techno-Gym-Geräte hier. Techno-Gym ist aus meiner Sicht eine der besten Marken, die man haben kann. Hier seht ihr auch schon, das ist eine Linie, die sicherlich auch nicht in die Tage gekommen ist, sondern den entsprechenden Ansprüchen auch standhalten kann. Also hier ist alles mit Touchscreen und mit Monitoren. Hier seht ihr zum Beispiel auch gerade so im Bereich der Cardio-Geräte. Das ist im Grunde genommen vom Niveau her genau das, was ich euch aus Dubai gezeigt habe. Berlin ist da noch einfach nicht so weit. Jetzt kommen zwar schon einige wirklich coole und sehr moderne Fitnessstudios, wo eben auch schon sozusagen mit so einem Computer gearbeitet wird. Das ist ja fast schon wie in einem Flugzeug hier. Hier habt ihr wirklich komplett eure Navigation, könnt alles verstellen, seht eure Ziele und so weiter, wie viel Prozent ihr eurer Ziele erreicht habt. Gerade so im Cardio-Bereich finde ich das persönlich immer sehr motivierend, wenn man einfach gleichförmig trainiert. Anders als beim Joggen, wo man natürlich immer weiß, man hat jetzt so und so viel seiner vorgegebenen Route geschafft. Da hat man natürlich schon dieses Ziel-Benchmarking im Kopf. Ist es hier ganz cool, dass es dann auch so in elektronischer Form dargestellt wird. So, hier seht ihr das Ganze nochmal. So dieses etwas entspanntere Fahrradfahren. Genauso hier auch mit einem Touchscreen-Display. Da seht ihr auch alles, wie weit ihr seid. Und so könnt ihr natürlich auch die Herzfrequenz messen. Ich denke, das haben die Geräte in den letzten 15 Jahren alle drin. Und jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen was von Techno-Gym an. Das ist meiner Ansicht nach meinem laienhaften Wissen, die vorletzte Serie. Hier kann man schon einige Dinge verstellen, hier kann man viel justieren. Hier zum Beispiel so die Griffe habe ich mir gerade umgestellt, je nach Armlänge. Ich habe zwar nicht die längsten Arme, aber finde es so deutlich bequemer. Und das ist hier eine ganz coole Funktion. Hier steckst du so einen Stick rein. Schaut euch das mal an. Hier steckt man so einen Stick rein, stellt dann alles elektronisch ein. Das Gerät justiert alles elektronisch, genau wie viel Gewicht und wie viel Wiederholungen. Auch Range of Motion seht ihr hier, also die sogenannte ROM. Gerade bei diesem Gerät lässt sich natürlich die ROM messen. Also wirklich cool, von der Warte her kann ich nur sagen, Techno Gym, eine der besten Marken, gibt natürlich auch noch viele andere gute Marken, will ich jetzt hier gar nicht so eine Werbeshow machen. Auch Hammer Strange sind megamäßig cool, aber im Großen und Ganzen, also für ein Hotel Gym, kann man hier schon trainieren. Ich habe hier gerade das Schulterdrücken gemacht, vielleicht zeige ich euch das einfach mal, damit ihr mir das glaubt. Wobei jetzt Sarah dran war und hat ein bisschen weniger Gewicht genommen. Hier das gleiche auch nochmal. Ich stelle mir das alles manuell ein, ich bin einfach nicht so der Elektrofreak und habe hier die Möglichkeit beim Training, also ich muss ein bisschen anders greifen, merke ich gerade. Ein bisschen breiter. Ja. Uff. Also obwohl ich hier alles an Gewicht nehme, ich könnte noch etwas mehr drücken, ganz offen und ehrlich.
Ja, ansonsten cool, man hat hier die Navigation. Ja, was die Kurzhanteln angeht, für mich ein bisschen wenig. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, mit Kurzhanteln bis 22 Kilogramm kann man garantiert nicht alle Übungen machen. Hier haben wir die 22er. Ja. Also beim Nackenheben müsste ich jetzt schon irgendwie so 40, 50 Wiederholungen machen, was natürlich keinen Sinn ergibt. Aber man kann auf jeden Fall viele andere Übungen machen. Bizeps Curl, ein paar Arnie-Press habe ich gemacht. Sarah hat vorhin das seitliche Schulterheben gemacht, hat auch ein bisschen Bizeps trainiert, ein paar Kickbacks mit 5 Kilo. Und da sind 5 Kilo natürlich schon völlig ausreichend. So, also, sieht soweit ganz gut aus. Was mir natürlich immer gut gefällt in Südeuropa, da sind wir einfach in Deutschland noch nicht ganz so weit. Immer ran an die Wasserbar, ständig trinken. Man verliert hier einfach ein bisschen mehr Wasser. Wir haben hier ungefähr 26 Grad. Da muss man hin und wieder dann einfach mal einen Schluck Wasser trinken. So, ich fülle mir jetzt einfach mal das Wasser auf und zeige euch einfach mal, was mich hier so richtig motiviert. Kommt mal mit. Ich glaube, das entschädigt schon für die ein oder andere Anstrengung. Ja, schaut euch das mal an. Da hinten Playa de Ingles, Maspalomas, da ist der Strand. Über uns ist ein Pool und da geht es nachher noch rein. Also das ist aus meiner Sicht hier ein absoluter Traum. Das hilft mir auch einfach, gerade wenn ich 2 Mahlzeiten am Tag zu mir nehme und einfach so esse, wie ich gerade Bock habe, jeden Tag auch noch ein gutes San Miguel trinke, auch trotzdem noch einfach eine Menge Gas zu geben. Und ihr seht hier die Berge, hier werden wir noch ein bisschen biken. Hier werden wir auf jeden Fall noch ein schönes Cardio-Programm machen mit dem Fahrrad zum Strand, mit dem Fahrrad nach Playa de Ingles. Das sind so 20 Kilometer bis da hinten. Also hin und zurück, denke ich mal, sind wir dann mit 40, vielleicht mit Umwegen 50 Kilometer dabei. Das Ganze über diese kleinen Berge und Hügel hier, also eine ziemlich schroffe Landschaft. Megamäßig geil, kann ich euch nur empfehlen. Für einen Aktivurlaub ist Gran Canaria genau das Richtige. Wer faulenzen will, sollte vielleicht woanders hinfliegen, aber wer wirklich Bock auf Aktivität hat und das Ganze auf einem wirklich tollen Niveau, der ist hier genau richtig, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, ich trinke jetzt noch mein Wasser, hau noch ein paar Sätze weg, wir sehen uns später.